So, war toll. Das Problem an Postscriptum war, dass zu wenig neue Inhalte kamen. So, Pizzi, sag an, wenn du was aufmachst. Ja, mach ich. Baker ist schon weg, das heißt, wir kriegen wieder Charlie. Bei mir ist noch Ladescreen. Alles klar. Und Charlie ist auch schon weg. Ich hab Doc aufgemacht. Wir können natürlich auch einen Panzer nehmen, ne? Oh, einen Panzer nehmen. Können wir machen. Da muss Gut, ich ich ein habe neues Bot machen. Panzerzug George aufgemacht. Panzerzug George, bitte folgen. Jetzt ist Fox drin. Ach so, naja gut, wir können ja zwei Panzer besetzen. So. Zugführung. Ich wollte jetzt mit meinem Trupp zu unserem. Joinen wir bei F? F Ja. A1? F1? F1 spawnen. Ups. F1 spawnen. Jo. Moin! Okay, wo stehen unsere Panzer rum? Da. Oh, das sieht gut aus. Wo ist der andere? Hier müssten zwei sein. BKM. Einer da. Ich sitze hier gerade drin. Einer von euch ist falsch. Jump, du bist da falsch. Komm da raus, das ist unser Panzer. Please, English, please. Go out Sag there, wieder. our tank. Okay, that makes sense. Thanks, boy. Screw you guys. Ich bin Richtschütze. Deutsches. Oh mein Gott. Richtschütze. Nazi-Scheiße. Bitte alle Squads, bis auf Squads Baker, vorrücken zur nächsten Position Richtung South on Edge. Okay, Jungs, wir sind George, wir sollen zu Southern Edge. Gibt man Richtung vor. Muss ich erstmal suchen. Einfach direkt Süden. Nimm die Straße links von uns. So, anders als in Postscriptum kann man hier leider nicht rausgucken. Also, sehr zum Wohle meines Lebens, aber ich finde es ein bisschen schade. Aber wir können uns hier ein bisschen umgucken. Ich bin jetzt der Kommandant. BKM ist der Fahrer. BKM hat ganze 5 Gänge. Oh, ich Vollgas. Ist Vollgas. Und Pizzi, du musst Tatsächlich muss manuell man noch. nachladen. Ja, ich hab's gemerkt. Die erste bitte HE. Verstanden, erster HE. So, Thomas richten auf 250. Da kommt was runter, seht ihr das? Alles kurz. Weiter vorrücken Huch. Richtung South on Edge. Was war das? Da ist wer an einen Geiler. Baum gefahren. Okay, bitte wieder auf die Straße. Turm wieder Richtung 0 Grad. Geradeaus. Oh, 180 sind es diesmal. Mensch, gib mal ein bisschen Gas, damit mein Turm schneller dreht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt hier. Garnison steht perform. Panther George in der Nähe. Wo sollen wir hin? Bei uns dürfte freundlich sein, oder? Bitte wiederholen. Panther George, wohin? Freunde. Ups, das waren ja eigene. Ich habe da gar nichts gesehen. Ich bin Bitte nur nur schießen auf Brandung. Befehl. Wow. Bitte die Feindlichen unterstützen Richtung South on Edge. Alles Straße klar. weiter nach vor. Verstanden. Straße weiter. Noch gute 100 Meter. So, Baker, jetzt auch vorrücken, bitte.
Gu muss mir mal so ein bisschen gucken, weil ich sehe nicht, wie breit die Karre ist. Das sehe ich dummerweise auch nicht. Du hängst an einem Auto oder am Wrack jetzt. Ja, nochmal Rückwärtsgang. Ah ja, okay. Bisschen links, jetzt rechts lenken, rechts. Nach rechts und dann Marsch. Pizzi, die rechts vor uns am Haus, also nicht geradezu auf der Straße, sondern rechts am Haus, sind die freundlich? Baker, siehst du den Movepoint? Beweg euch mal dahin. So, kann ich nicht erkennen? Ja, bewegen wir uns dahin. Verstanden. Ja, sind freundlich. Okay. Turm bitte auf 170. Turm 170. HE geladen. Positiv. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Einmal bitte links abbiegen, 30 Grad. Sofern möglich. Ja, verstanden. Und dann rechts neben dem Haus, zwischen Haus und Baum. Bitte mal parken. Turm geradeaus. Jetzt nach feindlichen Kräften Ausschau halten. An die Infanteristen, bitte meldet Kontakte. Wir im Panzer haben echt sehr, sehr wenig Sichtweite. Kann nichts erkennen. Wir bleiben erstmal hier. Kannst du die Wanne mal bitte auf 2,40 drehen? Oder 2,30? Danke. Ich glaube, Feindsichtung geradezu. Nee, das sind eigene. 340. Das waren eben noch eigene. Hier in der Scheune. Bitte mal Lagebericht von allen. Ja, unsere Infanterie wird aber beschossen. Panther steht ans Haus. Panther steht ans Haus on Ridge, keine Feindkontakte. Copy. Okay, Turm auf 240, irgendwo da vorne müssen sie sein. Könnt ihr bitte mal euren Squadmate zeigen, dass sich alle mal in Eroberungspunkt begeben sollen? Markiert mit dem schwarzen Kreis. Okay, wir sollen in den Eroberungspunkt reinfahren. Also bitte mal einen Rückwärtsgang einlegen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Du musst jetzt nämlich noch ein bisschen nach links lenken, glaube ich. Wir stehen am Haus. Ja, jetzt rückwärts. Oder du fährst einfach vorwärts rein, das geht halt auch. Punkt noch halten, wir rücken noch nicht weiter von vor. Du schaffst das schon. Okay, jetzt rechts. Wir sind immer noch außerhalb des Punktes. Wir wollten in den Punkt rein. Also einmal um das Haus rum, bitte. Rechts um dieses Haus rum. An die Truppführer, bitte melde Kontakte. Im Panther ist es echt entspannt. Negativ, ich stehe nicht am Rand, kann es nicht sagen. Okay. Da können wir nicht rein, dann bleiben wir hier stehen. Stell dich mal so hin, dass du eventuell schießen kannst. Hauptkanone bitte nur bei Sicht.
Du hast ein MG, nutzt das. Ich guck nach 240. Garnison steht, wir können weiter nach vorne. Okay, die Jungs rücken jetzt langsam vor, wir werden ihnen folgen. Beide Panzer bitte auf die andere Hauptstraße wechseln und dann von der Straße aus vorrücken. Verstanden. Okay, BKM hart links. Wir müssen alle anderen hinter auf die nächste Panzer Hauptstraße links von uns. Wir werden jetzt die Spitze übernehmen. Bitte Gas geben und nach links einlenken. BKM? Nö, Zaun lässt nicht. Zugführer wurde getroffen, er ist tot. Der Zaun ist eigentlich durch. Ja, dann fahr um den Zaun rum. Gut. Bleibt ihr bitte noch bei South on Edge. So, verstanden. Genau, und jetzt geradeaus und wir werden beschossen. Und zwar von 270. Von den Häusern da. Panzer wird beschossen von dem kleinen Bauernhaus auf 270. Wanne nach rechts. Bitte Koordinaten durchgeben. Koordinaten sind gut. Wie sehe ich die Koordinaten? Du entweder auf der Karte markieren oder einfach siehst E und 1 und zum Beispiel E5 oder sowas, wo wir uns gerade befinden. Normalerweise kann man das dann in Keypads einrichten. Alles klar. Bedeutet, ist markiert. Wir haben Kontakt aus Westen. Copy. Aus Westen, 260 an unserer Stellung. Okay, ich hab's mal markiert. Von da aus kommen Bösewichter. Was ist das auf 350? 350 sieht böse aus. 350, bitte mal eine Heilgranate rein. Ja, positiv, fein. Ich markiere die Position auf der Karte. Copy. Auf 280, Feinde. .330 Feinde. Okay, ich baue den Turm auf .330. Ja, und rechts vom Baum. Okay, rechts Feuer einstellen. Ziel ist markiert, da ungefähr befinden sich Feinde. Turm wieder nach links zu den Häusern. Aufpassen, bei der Marke kommt jetzt Feuerunterstützung rein. 250, Feinkontakt. Eventueller Feinkontakt, bitte verifizieren. Nicht zu nah an die Feuerunterstützung hin. 260, da ist so ein Holzverschlag. Da ist der hinter. Ach, das eine Squad geht viel zu nah hin. Keeper, D5, die müssen weg. Ich kann nichts erkennen. Vertrau mir, der war da. Links neben der Explosion, links neben der Explosion. Okay. Irgendwo da, dem Holzverschlag, da ist einer drin. Okay. Sonst keine weiteren Kontakte gesehen. Okay, Panther rückt weiter vor hier. In Richtung D6. Bleibt mal auf der Hauptstraße. Ich fahre mal 20-30 Meter weiter vor. Weiters nach links. Mhm. Ja, das hier ist eine Art Straße, das passt schon. Und Pizzi, Turm nach rechts. Ist das ein Feind oder ist das ein eigener? Das ist ein eigener. Wir werden aber beschossen aus dem Wald da vorne. Bewegt euch jetzt alle mal durch den Panzer. Feindlicher Panzer, Nordosten.
40. Bitte Panzer ganz genau markieren. Ich hab einen Strafing Run. Okay, wir haben hier irgendwo einen Panzer. Noch ist nicht raus, wo der ist. Aufpassen, ich schieße mit der Artillerie. Fahre die Hauptstraße. Auf 280, Kontakt. Panzer halt. Panzer halt. Weich oder hart? Okay, warte mal bitte auf Westen drehen. Scheiß Rauch, wir sehen nichts. Links in den Rauch halten. Fitz sie halt mal richtig rein in den Rauch. Strafing Run auf D6 Richtung Keypad 1. Okay, schieß mal bitte nur noch auf meine Markierung. Auf G. Seht ihr die? Weil alles andere ist nämlich jetzt mit freundlichen Leuten. So, Vorsicht, wir haben sehr viele freundliche Leute vor uns. Gib mal ein bisschen Gas, fahr mal vor die. Turm auf meine Position. Vor uns, Vorsicht, sehr nah Freunde. Das sind Freunde. Das waren Freunde. Bitte erst verifizieren, bevor ihr schießt. Panzer markiert. Turm im Haus. Ich hau mal eine Granate um ins Fenster. Achtung Leute, hier ins Fenster! Das Haus von der anderen Seite beschossen wird. Pizzi, warne mal, wenn wir Leute um uns herum haben, dass wir HE ins Haus jagen. HE bitte ins Haus. Das war Artillerie. Bewegen, bewegen, bewegen. Kontakt auf offenem Feld. Ist das Freund oder Feind? Links oder rechts? Links. Auf 180. 180 sind unsere. Eventuell. Alles von 160 bis 190 könnte Feind sein, aber auch Freund. Das ist schwer auszumachen hier. Nee, definitiv Feind. Halt rein bitte nach. Dem Feind zu folgen. Rechts an den Büschen, an den Bäumen. Panzer vorrücken. Erster Gang oder zweiter Gang? Erster Gang, nach vorne, einfach geradeaus. Verstanden. Anti-Tank auf 209. 209, hartes Ziel. Obwohl, ist ein weiches Ziel, oder? Bitte mal wegmachen. Squallies, wenn ihr Smoke habt, baut vom Panzer links und rechts einen Smoke-Wand auf. Anti-Tank rechts von uns. Kriegen wir die kaputt? Squad Baker rechts in den Wald rein. Jo, denke ich schon. So, Achtung, nur nach vorne schießen, nicht nach rechts oder nach links. Nice one. Negativ gerade nicht möglich, wir haben schwere Verluste erlitten auf unserem Squad und der weitere Trupps. Soll ich wieder HE laden oder AP drin lassen? HE! Ziel auf 220. Hinter den Bäumen. Stopp! Panzer stopp! 220 hinter den Bäumen. Weiter. Sehr, sehr nah, sehr nah, sehr nah. Ein bisschen weiter links. Neben der Pack. Neben der Pack steht einer.
Das ist hier vorne das Zeltlager, hier spawny, ne? Das greifen wir mal an, bitte beschießen. Weiches Ziel, HE. Panther hat einen Spawnpunkt gefunden. Direkt voraus. 22, 30 Meter. Wann er leicht nach links richten. Und geradezu draufhalten. Nicht auf die eigenen. Schieß über sie drüber. Gib Feuerschutz. Genau dahin. Genau dahin. Ah ja, das wollen wir sehen. Weiter rechts ist auch noch einer. Sehr schön. Gut gemacht. Lade. Bitte nicht auf den eigenen Panther schießen. Sehr nice. Stehen wir im Punkt? Wir stehen im Punkt. Alles klar. Hier stehen bleiben. Oh, Panzerfaust. 2,19 Panzerfaust. Bitte nicht auf die eigenen. Sind safe. Baum schützt uns. Immer noch 2,19. Turm bitte auf 2,19. So, fahren wir zu dem anderen Panther bitte. Ungefähr 10 Meter ran. Wir decken nach rechts. Inspektor, wir decken eure rechte Flanke. Garnison steht. 2,35, Ziele im offenen Feld. Genau da, halt einfach rein. Hab doch zwei gute für das Maschinengewehr. Okay, dann warte mal. Anfrage, wie kriegen wir unseren Panzer neu aufgefüllt? Unsere Maschinengewehre gehen zur Neige. Ich glaube an Munitionsstation oder an HQ. Munitionsstation, es können aber glaube ich auch Pioniere sein, aufbauen oder gar in der Base einfach. Okay. Panzerstopp. Nach dem Gefecht können wir uns zurückziehen. Okay, nach dem Gefecht müssen wir uns zurückziehen, neu aufmunitionieren. Feindkontakt auf 2,65. Mittlere Entfernung. Bäume. Genau da. Ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter links. Alter, da sind noch mehr. Da sind viele. Sind eigene. Weiter links, weiter links, weiter links. Okay. Wir haben's. Gut gemacht. Wir fahren jetzt gleich zurück. Also, letzter Angriff. Gebt nochmal alles, dann haben wir's. Panther muss zurück zum Munitionieren. Copy. Wir drehen mal kurz um 180 Grad. Wir fahren wieder zur Southern Edge und gucken mal, ob wir uns da aufmunitionieren können. Theoretisch müsste es auch hier gehen, oder? Ich weiß noch nicht wie. Nee. Also hier ist so ein Munitionslager-Symbol auf der Karte. Das ist nur Ressourcen für Hat die... Hat man einen Punkt nach. Ah, okay. Hab ich schon. Die wissen es auch nicht. Du hast oben auf der Karte... Die ganz weiße. An alle, wir bewegen uns links auf der Straße im Move-Marker. Okay, fahr einfach mal geradeaus weiter bis Schau, F... Schaut, dass er da hinkommt und von da aus weiter vorrücken. Bis F1. Immer geradeaus. Etwa im Wäschen. So. Was City hostet uns. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Und für diejenigen, die hier ne, schon öfters mal irgendwo mitgespielt haben, ich habe noch Keys da, wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr das gerne tun. Bitte meldet euch einfach im Discord. Pizzi, freust du dich, mich zu sehen oder warum ist das Rohr so oben? Ist das Rohr oben, wird man dich loben. Kann keiner eine Granate reinschmeißen.
Ich hab noch kein Gegnerpanzer gesehen, ey. Es sollte einer hier sein, wenn aber... Wenn ihr weiter nach vorne kommt, Smokewand aufbauen. Wir rücken jetzt alle noch das letzte Mal nach vorne. Oh, wow. Was für ein Hexenwerk war das? Ist schlecht. Wow. Hat noch ein paar Bugs, das Spiel. So. Weiter geradeaus. Irgendwie. Weiß einer, wie viele Karten es hier gibt? Also ich weiß, dass es mindestens zwei gibt. Nein, keine Ahnung, wie viele Karten es gibt. Leute, ich habe einen Befehl für euch. Hi Lenny. Gebt mal durch, dass alle auf mgcks.de auf den Teamspeak kommen sollen. Kommen wir gleich. Das müsstest du mal bitte in den Chat schreiben. Die wollen, dass wir auf das Server-Teamspeak kommen, um uns abzusprechen. Also, außerhalb des Spiels. Er schreibt es auch gleich oben in den Chat. mgcks.de. Danke. Ist das Teamspeak oder was? Mhm. Aber ich werde mich da muten. Ich werde mich da muten, weil... Okay, Moment. Ein Key geht raus. Der liebe Stahl will nämlich mit. Der liebe Stahl darf mit. So, und der liebe Lenny ist da. Hallöchen. Wenn ihr gerade nichts hört, das liegt daran, dass ich rausgetappt bin. Ja. Ich bin gleich wieder da. So. Warum ist Warzone eigentlich noch offen? Das sollte nicht offen sein. Oh, oh. Das kenne ich. Das kenne ich noch aus Postscriptum. Ich glaube, wir sind bei richtig. Munition. Sieht gut aus. Dann können wir mal aussteigen. Ah. Ist das nicht eine Schönheit? Wer echt ist denn hier so? Wo ist der Treffer dran gekommen? Aber wir haben einen an den Turm gekriegt und einen auf die obere Wanne. Ja, beide gebounced. Ja, Glück gelaufen, ne? Guck mal, wir sind im Siegfried. Unser Siegfried. Ja, da müssen wir, glaube ich, das Teamspeak. Ja, ich wechsle mal kurz ins Teamspeak, aber ich werde mich da muten, ich werde nur zuhören. Wie war da? Achso, da ist die RP. Kann die mir einer nochmal schnell schreiben? mgcks.de Mac. Warte, ich glaube, wir haben Five Kontakt direkt an der. Wow, ich höre echt gar nichts in so einen Schraustappen. Mui, wie war die Adresse nochmal? Servus. Ja, mgcks. Richtig, was kann ich für dich tun? MGCKS. Weil du tot bist. Ja klar, da werde ich dich schnell mal... Alles ist klein, oder? Schieben. Ja, cool. Ich kann gerade selber nicht. Na, tu mal die Einweisung, bitte. Okay. Ja, ihr werdet alle im Spiel sein, gell? Das wird gerade ein Problem sein. Das macht's verdammt schwierig, ist mir aufgefallen. Aber so ein Game. So, warum bin ich gestorben? Ich habe euch erst einmal die Rechte dafür gesetzt. Keine Ahnung. Und dann schicke ich euch allen jetzt einen Text, wie ihr diese Eingangshalle erstattet. Das ist wesentlich einfacher. Sollte ich es beim DST auch schicken? Cool. Ja, genau, bitte. Ja, dann schicke ich die beiden jetzt einen Text. Also, ich komme dann auf den Teamspeak drauf. Ja, dann lass, das ist wurscht. Wir sind ja im Voice hier. Das passt schon. Ja, wie sind die gerade? Ah, jetzt bin ich drauf. Genau. So, aber warum bin ich jetzt gestorben? Moin. Es wurde gerade um Server geschrieben, wir sollen auf dem Teamspeak kommen. Ja.
Ein Device, weil ich habe auf dem Discord auch noch. Ja, ignoriere das. Ihr braucht nicht einen Steamsweg. Vielleicht, wenn ich da drin bin oder PC. Da kommen gleich noch mehrere. Ich wurde von einem Teammeat erschossen. Kommt raus da! Ich will euch hinrichten wegen Insubordination. Kommt raus da! Raus! Danke. Kommt raus da! Einer von euch hat Insubordination betrieben. Die hören mich nicht. Sowas nennt sich Team. Alles klar. Ich würde hier so gerne rausgucken können. Das geht leider in dem Spiel nicht. Gut, das ist wahrscheinlich sehr viel besser, weil ich bin immer gestorben in Post-Ripcon, wenn ich das gemacht habe. Aber es sah so cool aus. Moment. So, seid ihr wieder da? Kurz an alle, können die Leute mal Pioniere und sowas, Sandsäcke oder was es auch gibt, aufbauen bei der Garnison, damit wir mehr Deckung haben? So, seid ihr jetzt wieder da? Pizzi, BKM? Ohne euch funktioniert der Panzer nicht. Was muss man machen, um mitspielen zu dürfen? Also, ne, wir sind hier gerade auf einem öffentlichen Server namens Kartoffelstampfer heißt der. Einfach Kartoffel eingeben und in der Suchleiste und dann findet ihr den. Und jeder kann mitspielen. Ihr braucht halt nur das Spiel. Es kostet derzeit 30 Euro. Early Access. Für diejenigen, die ich aber kenne und die schon bei Postscriptum mit dabei sind, habe ich auch noch Keys da. So, jetzt hört mich wahrscheinlich keiner mehr, ne? Das ist jetzt kompliziert. So. So, wo soll es hin? Alle. So. Pizzi, bist du wieder da? Ich bin da, Mo. Sehr gut, ich bin wieder aus dem Teamspeak raus, weil es eine blöde Idee war, weil wir hören uns ja auch hier. Wir sollten mal wieder mitmachen, würde ich sagen. Ja, wir auch. Oh, hi, Klebestift. An alle Squadies, werfen wir ein bisschen Smoke nach vorne, damit wir ein bisschen Sichtunterstützung haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinen eigenen Leuten rede, dann hört ihr das auch in einem anderen Panzer? Haben wir eigentlich auch ein Artillery-Team? Nö, muss ich in einen Panzer? Wo ist der? Wir sind jetzt 6 Leute im Team, oder? Okay. Ja, wir sind voll. Dann müsste irgendwo noch ein zweiter Panzer rumstehen auf der Karte. Sachtet mal drauf. Das ist so ein weißer Panther. Den müsstet ihr besetzen. Und dann hört ihr unser Gequatschen. Das ist ja geil. Okay, wir müssen uns hier unterhalten, Leute. Das heißt, Befehle gut an die Crew, Proximity, ne, mit V. Commander, wir verlieren Highway. Bitte wiederholen. Alles klar, Schiff, guck mal, ob du mich heilen kannst. Wir fahren zu Highway, einfach geradeaus. Panther 1 ist unterwegs zu Highway. Schießt den Sniper rum. Dass man nur Pistole hat, ist normal, ne? So, dass ihr gerade eben nichts gehört habt, das lag daran, dass ihr nicht rauskommt. Kannst du bitte mal zurück Richtung Highway gehen? Irgendwie seid ihr bei mir jetzt extrem. Ihr bekommt Panzerunterstützung. Ups. Ihr bekommt Panzerunterstützung. Also, an alle nochmal, Befehl Richtung Highway. Wir sammeln uns nochmal hinten und drücken dann nahe mit dem Panzer wieder nach vorne. Alle Richtung Highway. Okay.
Okay, wir müssen noch ungefähr 600 Meter fahren. Dann sind wir bei Highway und dort sind definitiv feindliche Kräfte. Wahrscheinlich ein kleiner Trupp. Also Kanone leicht nach rechts, 10 Grad. Oh, falsche Taste. Diese Taste, das ist furchtbar. Ich hasse es, 3 Funkkanäle zu haben. Ich höre euch absolut gar nicht mehr, ne? Ja, dann mach ich das. Bei bitte nochmal eine Schützenreihe aufbauen, im Wald Richtung Road. Feindliche Kräfte rechts auf 220 in ungefähr 400 Meter. Was ist das hier vor uns? Ist der gut oder böse? Bösewicht, links! Hier am Haus irgendwo. Vielleicht sollten wir weiterfahren. Fahren wir weiter? Zugführung, kannst du bitte einmal in der Position, die ich markiert habe, als Attackpunkt, bitte einmal einfach irgendwas draufwerfen. Die sind da überall. Okay. Bleib mal hier vorne stehen und jag mal bitte eine HE durchs Fenster. Over. Copy. Stopp. Rechts am Haus, rechts am Haus, rechts am Haus. 61 Grad. Bitte nochmal Pussy durchgeben. 65. Pizzi, wo ist mein Turm? Das halt, Digga. Bitte nochmal Pussy durchgeben von Bongstrafe und sowas. Und Pizzi, geh aus dem scheiß Teamspeak raus. Leute, ich höre euch gar nicht mehr, ne? Ihr müsst mir irgendwann. Pizzi? Ja. Einmal bitte eine HE hinter uns. Hinter uns ins Haus. Und Pizzi, geh aus dem verdammten Teamspeak raus. Ich bin nicht mehr im Teamspeak. Warum hörst du uns da nicht? Bitte einmal in einer HE rechts neben das Haus. Genau rechts daneben. Rechts, das ist links. Genau da. Danke, das war er. Okay, weiterfahren. Panzer voraus, Panzer voraus. Oh, 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 Panzer. AP laden bitte. Ist gerade explodiert. Schöner Treffer. Trotzdem AP laden. Nicht vergessen, mit der Rallye zu setzen. Unbedingt versuchen, wirklich in den Spa, in den Eroberungspunkt reinzugehen. Jetzt habe ich die AP geladen. Gut, der nächste wieder HE, das ist ja nicht das Problem. Hat das hier eigene Truppen voraus? Im Eroberungspunkt ja, Rallye sind eigene. Ja. Wenn er da safe steht, ja. Theoretisch. Jetzt im Moment ja, da ich keine Garnison vorne setzen kann. Oh, die sind schon an meiner Position. Das kleine links auf dem Feld. Bauernhaus-Leader, wo ich gerade gestorben bin. Copy. Wir sind ganz Squad in dem scheiß Bauernhaus. Ich sehe aber auf dem Feld nichts. Jungs, in der Umgebung, gebt mal bitte durch, wo sind Gegner? An alle Squads, Bombing Run auf das kleine Bauernhaus, aufpassen, nicht zu so nahe dahin. Okay, die sind immer noch hinter uns am Bauernhaus. Direkt vor uns. Weg vom Bauernhaus, um zu... Schnell, wirklich schnell. Ich wurde gekickt. Das ist jetzt aber ungünstig. Wahrscheinlich zu viele Teamkills. Jawohl. Macht nichts, ich muss eh jetzt ausmachen, die Arbeit ruft. Alles klar. Danke fürs Mitnehmen, Mo. Immer gern. Und noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao, Pizzi. Ciao. Okay, ich sehe aber keine Bösewichter. Ich sehe nur eigene. Das ist blöd ohne Kommandanten. Wir brauchen Schützen.
Halt mal, lass uns erstmal hier konsolidieren. Ist das Artillerie oder Mörser oder was ist das? Au. Das war eine Panzergranate. Siehst du was? Ich sehe nichts. Nee. Ah, das ist blöd ohne Kommandanten. Leute, bitte meinen Status zurückgeben. Sind das Bösewichter? Ups. Auf dem Weg an die Front. Sorry. Sehr gut. Gruppe Peter ist verstreut auf der. Das waren definitiv eigene. Highway. Wir versuchen die Stellung zu halten. Es wird aber schwer. Ende. Okay, ich sehe hier halt leider überhaupt nichts. Und die Kommandantenposition ist hinüber. Das heißt, wir müssen selber suchen. Garnison steht wieder. Wir stecken aus. Aber aufpassen könnte der Hot sein. Achso. Ich bin mal ausgestiegen und guck mich hier gerade mal ein bisschen um. Aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Auf 200. 200? Okay. Okay, ich bin wieder Kommandant. Wir bleiben jetzt hier einfach bis zum Tod. Stück Führung. Truppe kommt. Kannst du da einfach mal eine Bombe drauf werfen auf den, wie heißt das, Weizenfeldern? Weil da laufen die meisten Infanteristen rum. Könnt ihr die bitte auf der Karte markieren? Wir im Panzer sehen echt nichts. Ja gut, machen. Hier so im Bereich von, sagen wir, von 200 Metern sind die alle. Okay, BKM, die sind links neben uns. Beziehungsweise sogar hinter uns. Die sind auch vor uns. Sehr gut. Können wir in alle Richtungen schießen. Ich sehe bloß nichts. Halt mal still. Okay, Bösewichter auf 228. 228. Direkt Nahbereich. Oh Gott, wackelt das gerade. Was machst du? Warum guckst du in den Himmel? Das war mich auch leichter. 228, direkt Nahbereich, direkt vor uns. Panzer! AP laden. Wir haben hier einen Panzer Richtung 240, markiere auf der Karte. Markiert mit G. Siehst du den Panzer noch? Also ein bisschen fucking nah. Nein. Gut, der ist nämlich rechts von uns. 248. Mitten in dem Rauch, da ist er. Können wir eine Bombe genommen setzen? Hast du gerade gesehen? 250. 250 genau. Treffer. Weiter links. Ein Tick weiter links. Tick weiter links, bisschen tiefer. Tick weiter rechts. Ein Grad weiter rechts. An die Panzerfahrer, bitte mal auf den Feind den Panzer Beschuss einleiten. Treffer. Noch ein. Ich habe zwei Panzer inklusive Infanterie mit der Position bemerkt. Ich schmeiß da eine Bombe drauf. Das sind zwei Panzer. Ende. Treffer. Noch ein. Umstabe. Treffer. Und wie geht der nicht kaputt? Kannst du das? Warte mal, ich fahr mal zwei Meter zurück. Okay, hat sich erledigt. Ja, da fehlte einer. Einer fehlte. Ja, wir haben nur die vordere Kette gesehen. Weil zwei Bäume im Weg waren. Das ist blöd, wenn ein Fahrer fehlt.
Haben wir noch einen dritten Mann im Team? Squad Lead da muss nice bauen. Huhu. Hallo. Wir brauchen einen Fahrer, wer traut sich das zu? Ich hab's noch nie gemacht, auf jeden Fall. Von mir aus auch Schütze, ist mir egal. Wir haben uns hier oben bei F1 gesammelt und warten jetzt gerade auf unseren Panther. So, Squad Baker. Mit Artillerie spielen. Hört. Können wir mal versuchen, ein bisschen zu flankieren und von der Straße rechts von euch theoretisch nach vorne zu rücken. Negativ, da wir nämlich von MG-Schützen, Scharfschützen eingekreist wurden. Jo, ich muss hier erstmal sterben, ich bin hier aus irgendeinem Grund gejoint auf einmal. KP. Ich lade. Oder gibt's ein Redeploy? Ah, okay, ich bin tot, sehr gut. Bitte mal Marker setzen auf Artillerie oder Panzerposition. Wir versuchen es mit Artillerie, solange bis unser Panzer wieder da ist. Mu, kannst du ungefähr bestimmen, wo der Punkt ist? Artillerie, ihr könnt auf B feuern. Den Attackmarker von B. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Ja, man kann in unseren Wald ein. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 1450, aber ich komme irgendwie nicht mit der Artillerie den Punkt drauf. Ach, mit der geht's. Nur mit der hier ganz geht's. Ja, irgendwie fehlt auf der Map eine Anzeige. Mach mal bitte die erste. Achso, die erste lade ich mal Smoke. Darf ich nicht. Die nächste ist ja Smoke, okay. Jungs, wir versuchen es jetzt mit Artillerie. Einmal. Bitte meldet in den nächsten 10 Sekunden, wo der Einschlag ist, ob er gut ist oder nicht. Mal gucken, ob die uns sagen, wie die Einschläge sind. Einschlag müsste kommen. Die sagen uns nichts. Hast du eigene Truppen getroffen? Nein. Dann würde ich sagen, hast du ziemlich ins Leere gehauen wahrscheinlich. Weitere Artilleriegranate unterwegs. Bitte sagt uns, ob ihr sie seht. Wie weit habt ihr dann geschossen? 1400 Meter. Aber ich glaube, 1400 ist zu weit. Na, 1450 ist Mittelpunkt des... Dingens? 8000 Meilen, ach du Scheiße. Bist du sicher? Ja, rechts unten ist Meilen, oder? Woher weißt du das? Nee, AT kommt gut. Nee, rechts unten ist Milde, ist die Höhenangabe. Ich zeige das sehe ich dafür gerade. Ja. Aber wie weit ist der Gegner hier weit weg? Also ich kann das nicht einstimmen. Wie groß ist so ein Quadrat? Das kriegen wir doch raus irgendwie. Warte mal, 400, 500, 600, 700, warte mal, bis 800, dahin. 800 Meter. Also, für 1400 ist way too viel. Du musst mal auf 850 hauen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube tatsächlich, das ist weiter weg. Oder? Aber wenn so ein Quadrat 100 Meter sind, dann sind es 850. Nee, bis zur Gegnerbasis war es. Nee, bis zur Gegnerbasis ist es 1600. 1400. Ja, dann versuchen wir auf 1000. Wir wählen alle. Rein in den Capture Point. Ich bin jetzt bei. 732. Wie ist der erste Lockdown? So auf 1100. Sagen wir am Ende des Streams. Okay. Lass mal nachflug. Wir hatten eine HE. Artilleriegranate unterwegs. Bitte melden, falls ihr eine seht. Wir haben keine Ahnung, wohin wir schießen. Müsste jetzt ankommen. Du, die sieht keiner.
Der Panzer ist da. Dann sollten wir vielleicht wieder Panzer fahren. Vielleicht 2 Grad oder so weiter nach rechts. Okay, nochmal ran, BKM. 2 Grad weiter nach rechts. Alles klar. Kam Durchsage halt. Ja, ja, einer hat's gesehen. 2 Grad weiter nach rechts. Ist unterwegs. Bei Möglichkeit bitte auch eine Rauchwand aufsetzen. Wir haben keine Garnison mehr vorne. Aufpassen, Jungs. Okay, 10 Meter zurück und ich lade HE Smoke. Das sollte man nicht verwechseln. Warte, was ist zuvor? Smoke kommt. Schuss. Okay, wir haben den vorderen Punkt verloren. Alle zurück. South on Edge. Das ist Smoke. Ja, schieß mal. Die haben den Punkt verloren. Das heißt, du kannst auf dieselbe Stelle jetzt eigentlich auch HE setzen. Dann ist der Smoke jetzt sehr ungünstig, ne? Momentan ja. HE auf dieselbe Stelle. Feuer einstellen auf die Stelle. Okay, wir sollen Feuer einstellen. Feuer wird eingestellt. Na gut. Dann war es doch relativ gut geschossen. Na, irgendjemand hat es halt gesehen. Ob wir was getroffen haben, ist eine andere Sache. Na, hört sich ja spannend an. Ja, das ist halt das Problem, ne? Wenn die Leute die Kommunikation benutzen würden, wird das alles einfacher. Das stimmt, ja. Geh mal raus aus meinem Kommandantenposten, bitte. Bin drin. Jetzt nicht. Panther wieder unterwegs. Panther bezieht Stellung am kleinen Bauernhaus südlich von Southern Edge. Copy. Okay, wir fahren zu dem kleinen Bauernhaus vorhin, wo wir da eine Granate reingehauen haben. Da bleiben wir stehen. Verstanden. Ich markiere auf der Karte. Feindlicher Panzer in Foxtrot 7. Clear, du solltest vielleicht dein Mikro ein bisschen höher drehen, weil du bist sehr leise. Aber wirklich nur ein bisschen. Das ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Das ist nicht das Bauernhof, das ist weiter. Ich hab's markiert mit dem Schild. Tank, bitte Richtung Foxtrot 7 aufrücken. Okay, jetzt besser? Feindlicher Panzer bekämpfen. Ja. Perfekt. Verstanden. Okay, einfach weiter die Straße runter. Sobald wir ans Haus an Edge vorbei sind, links rum, Panzer. Dauert eine Weile, wir sind unterwegs. ETA 5 Minuten. 4 Minuten. Copy. Okay, es wurde ein feindlicher Panzer gesichtet und den werden wir uns jetzt verknüpfen. Bitte AP laden. Ist drin. Sehr gut. Guter Mann. Nach jedem Schuss immer nachladen mit R. Okay. Maus hat halt ranzoomen, rauszoomen. Ich bin mal gespannt. Man sieht halt echt nicht viel mit Schütze. Nee. Du hast rechte Maustaste Maschinengewehr. Wenn du Gegner siehst, bitte erst verifizieren. Wenn sie kein blaues Lämpchen über dem Kopf haben oder runder Helm, ne, dann halt drauf. Jo. Und ansagen, wo du welche siehst. Oh, wow. Unser letzter Schütze wurde gekickt vom Server, weil er zu viele Leute umgebracht hat, die auf der eigenen Seite standen. Also, Vorsicht. Du stehst mit einem Bein im Grab. Ja, kriegen wir hin. Mit dem anderen im Knast. Großartig. Server ist voll. Oh, das ging schnell. Nach der Runde wird hier wieder Platz sein. Stahlwolle, du kannst ruhig. Wir werden gleich nächste Runde ein Infanterie-Battle aufmachen. Komm ruhig bei uns ins Voice. Hier, ins Discord. Ich schieb dich dann, wenn die Runde vorbei ist. Weg, Kogo, das Gleiche.
Nächste Runde machen wir Infanterie, Jungs. Wir Jungs, steht nicht alle auf einer Stelle. Wenn da ein Bombing Run kommt, sind wir alle down. Alles friendly hier. Jo. So, jetzt hart links, hart links, hart links. 45, 50 Grad. Steht immer noch ein Sherman. KP. Sind unterwegs. Jetzt geradeaus. Sherman voraus irgendwo. Okay. Welcher Marker? Sagt, wenn ihr was seht. Ich sehe weiß. Dog Company Observe Marker, da steht immer noch der Sherman. Rechts, rechts, rechts. Wirkst gerade zu, gerade zu. Ja, wir sehen zu. Ja. Wir sehen ihn. Okay, das Ding verzieht wie Sau. On point, einfach on point. Wir kämpfen Panzer. Sherman steht auf D7, ja, Keeper 5. Dann haben wir wohl zwei Panzer, weil wir haben einen direkt vor unserer Nase. Treffer. Weitermachen. Nice. Unzerstört. Panzer zerstört. Der Nebel ist ganz schön dicht. Sehr gut gemacht, Jungs. Sehr gut. Wir bleiben hier stehen. Panther bleibt hier stehen beim Wrack des gegnerischen Panzers. Kannst du nicht. Das ist das Game. Game Balance, glaube ich. Bitte mal ein paar kurze Feuerstöße in den Nebel hier vor uns. Danke. Was haltet ihr davon, wenn wir den Nebel einfach hinter uns lassen und einfach mal Leute, umfahren? Wir rücken jetzt alle nach vor. Okay. MG schützen weiter. Weiter Gang, bitte. Bitte durchgeben und sonst alle anderen vorrücken. Smoke, okay. Wenn ihr könnt. Panther fährt vor, zweiter Gang. Könnt euch hinter uns einsammeln. Den Scheiß. Ich sehe auch gar nichts. Egal, solange es nicht rumst, weiter. Bitte langsamer, bitte langsamer. Ersten Gang. Verstanden. Geradezu, auf der Straße, 210. Halt rein da. 211, genau da. Oh, nice. Hi, bitte. Lädt. Und ruhig noch eine Granate in den Baum, geradezu. Weicht nach links, weicht nach links aus, auf der Feld 190. Ja, aber egal wo. Hier rechts haben wir auch noch. Weiter, weiter zur nächsten Linie. Weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Erster Gang, bitte. Rechts, weit, 2A42. Genau da. Weiter rechts. Treffer einmal. Ja, da hast du sie, da hast du sie. Ah, ein bisschen zu hoch. Ignorier die, links kommen noch mehr. Links vom Zelt, links vom Zelt. Ich dreh. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp. Ein bisschen weiter nach rechts. Der dicke Baum da. Genau da. Oh, das war eine Panzerfaust. Das war nicht gut. Die kam von links. Links oder links? 200. Panzer, okay. Panzer voraus. Jungs, wir haben den Panzer. Genau 12 Uhr. Links neben dem Wald. Unsere Kette ist weg. Ich lade, wie es geht, aber es wird knapp wahrscheinlich. Ein Hit. Ah, mach weiter. Jungs, Panzer voraus, zwei Panzer voraus. Ja, ab ihn. Panzer zerstört. Aber wir sehr sind in einer. KP, Jungs, geben mal unseren Panzer, okay. Unterstützung. Turm nach rechts, direkt in den Wald. Erste Waldlinie, genau weiter rechts, nochmal nach Haie. Möglichkeit nach hinten raus vom Panzer. Ah, wir brennen. 240, ist vorbei. 230, da ist ein ATler. Okay, Jungs, war schön mit euch. Weiter feuern.
Achtung, Bombing Run im drin. Wald drin. Nicht Sunny. Zu weit reingehen. Sunny! Kämpft bis zur letzten Patrone, Jungs. Kämpft bis zur letzten Patrone. Autsch. Lebt ihr noch? Da kam so ein Flugzeug. Ja, noch ja. Sieht aber nicht mehr gut aus. Ich warte hier hinten auf euch. Oh, jetzt. Oh, oh. Aber unser Siegfried kann sich zwei Kreuze aus Kaninchen basteln. Zwei Panzer zerlegt. Ja. So. Crazy Viper hat gerade eben das 30. Mal gesubbt. Also ich weiß nicht, ob es gerade eben war. Das war wahrscheinlich im Lärm des Gefechtes ein bisschen unverständlich. Aber vielen, vielen Dank, Crazy Viper. Dankeschön. So, also Fazit zum Spiel. Bisher ist es ein weniger komplexes, aber einsteigerfreundliches Postscriptum mit hübscherer Grafik. Allerdings finde ich die Explosion nicht ganz so gut wie in Postscriptum. Die waren einfach fantastisch. Ich finde es aber insgesamt sehr viel angenehmer, weil man halt auch rennen kann. Man kann nach dem Rennen auch sofort immer noch schießen. Lagebericht bitte. Es ist für Einsteiger in dieses Genre definitiv das bessere Spiel als Postscriptum. Auch wenn hier noch ein bisschen was fehlt. Zum Beispiel die ganzen Infanterievehikel. Baker nähert sich dem Wald und erledigt mehrere feindliche Ziele. Ende. Copy. So, kämpft einfach mal weiter. Ach komm, ich schlag mich zu euch durch. Ich schlag mich zu euch durch. Sorry. Das ist verwirrend mit vier Sprechtasten. Ne? Das war aber schon ein Postscriptum. So jetzt sind wir tot. Ich war okay. Tot. Wir haben einen Panzer verloren. Ja, der war eh hin. Guck mich, hier haben wir noch mitgenommen. Ja, wir haben auf jeden Fall ganz gut Punkte gemacht. Ich würde mal sagen, wir haben gut Punkte gemacht. Kann man so sagen. 140 im Kampf, 180 im Angriff und 1090 in der Verteidigung. Ja. Also, da dürfen wir, ja, Verteidigung sind wir mittendrin, aber im Angriff sind wir auch ganz gut dabei. Ja, das läuft schon. Ich hab 60 Kills. Wo sieht man das? Tab oder ja, persönlich? 24 gerade gemacht. Können ja Kriterien tauschen. Ich hab 0. Das läuft. Abgefeuert, das ist fahren. Wir können ja durchrotieren, ist ja nicht so wild. Okay. Ich fahre. Das wird dann Spaß. Ich habe keinen Führerschein. Wie war das mit den Gängen? Gänge sind dazu da, um hochgeschaltet und runtergeschaltet zu werden, ne? Ja, genau. Am ersten egal. Ist das auch wieder mit Mausrad? Nein. Schiff und Steuerung. Alles klar, okay. Alles. Verwirrend. Noch mehr Tasten. Weil ich habe eine Taste zum Reden nach draußen. Ich habe eine Taste zum Reden mit euch. Ich habe eine Taste zum Reden für die Führung. Ich habe eine Taste für den Stream. Verwirrend. Guten Abend zusammen. Hallo. Na, ich habe gerade gemerkt, das war die falsche Taste. Egal. Ja, wir müssen jetzt warten, bis unser Panzer wieder da ist. Keine Sorge. Nächste Runde haben wir Stahlwolle dabei und Vekogor, sofern die auf den Server kommen. Werden wir eine Infanteriebude aufmachen und dann werden wir mal ein bisschen Infanterie-Action machen. Okay, das Problem an der Sache ist, wir sind jetzt vier. Es passen nur drei Leute in einen Panzer. Ja gut, da ist das jetzt auch gekommen, würde ich sagen, dann verabschiede ich mich wieder. Tschüss! Nee, tschüss. Lass mal gucken, ob hier noch irgendwo ein anderer Panzer rumsteht, weil normalerweise müssten zwei auf dem Feld sein. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die andere Panzerbrigade. Der Friendly Fire begeht. Ja, hier drüben der. Das kann aber passieren. Kaffee. Das kann aber passieren. Jungs, ihr könnt auch gerne alle an die Messestellung landen, weil wir sind genug Leute zum. Nee, ernsthaft, der hat gerade 6 Männer überfahren, zerstört die ganzen Rally Points gerade. Kaffee. Machen wir das mal. Okay, unser anderer Panzer. Wir haben leider noch keine Tools, um die Leute kicken. Ja. Nitrado, die haben ihr eigenes Archon-Tool mittlerweile. Kannst du runterladen und dann kann man die Leute kicken. Musst du nur kurz die Config ändern. Bruchbar. Naja, aber. Ist geladen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wohin ich hier schieße. Ich glaube nicht, dass ich damit schießen sollte.
Nee, wenn ich nicht weiß, wohin es geht, dann lassen wir das mit der Reise hier. Clear, lass uns tauschen zur Not. Jo. So, ihr hört gerade kurz nichts, weil ich muss jetzt mal Bäckerkor hier reinziehen, ich muss Stahlwolle hier reinziehen und ich muss Quisi Viper hier reinziehen. Hallihallöchen, ihr Lieben. So, ihr müsst doch still sein, außer ihr seid im Spiel. Anhaltspunkt, wenn du die Karte öffnest, hast du doch da, wenn du auf deine Friends gehst oder auf deine Teammitglieder, suchst du dir zum Beispiel in der Captured Zone den nächstgelegenen Teammitglied aus. Das wäre zum Beispiel jetzt Hand Gottes, wären 1291 Meter. Hand Gottes, den kenne ich sogar. Ja. Dann hast du links in der Liste, hast du quasi so eine kleine Skalierungstabelle. So, du kannst so bis 1600 Meter kannst du einstellen. Das heißt, wir haben ja gerade festgestellt, 1312 Meter zum Beispiel. Dann hältst du noch ein bisschen vor. Das heißt, du stellst also das Ding 1400. Auf unten rechts ist so eine Skalierung. Da ist Erhöhung. Das heißt, wir müssen auf 1300. Ich würde mal sagen, so auf 700, 710 Mill stellst du das. Ready! Wir versuchen es gerade mit Artillerie. Sagt mal, wenn ihr Schüsse sehen solltet. Und dann gehst du einfach nur rein. Und der quasi der zweite Schütze ist dann halt der Ladende. Okay, Jungs, ich habe mal angefragt, ob die Schüsse sehen. Und die werden dann das Feuer dirigieren von vorne. Bitte Feuer dirigieren, wenn ihr Artillerie seht. Ready. Wie viel Grad haben wir gerade hier bei dem linken Schutz? Ich bin gerade runter am Skalieren. Es kommen keine Meldungen. Also entweder treffen wir nichts oder nicht mal die eigenen. Nee, du hast teilweise bis 20 Sekunden Uplink, bis der runterkommt. Ja, aber BKM schießt hier drüben schon eine Weile. Bereit zum Feuern? Oh, Weckogo ist da. Oh, Weckogo, komm her, komm her. Ja, ich bin hier. Du schießt, ich lade. Alles klar. Welchen Winkel habt ihr eingestellt? Ready. Im Moment habe ich 710 mm und Winkel. Jetzt muss der Winkel echt passen. Ich habe mal gerade geguckt nebenbei. 710 mm ist aber ziemlich nah dran. Ja, du hast dann ungefähr 1500. Ach so, naja, okay, bei mir ist es anders hier. 1300. Was hast du denn drin? 693. Damit ich auf 1400 schieße. Ja, pass auf, dann scheppe mal jetzt einen raus. Wie viel Grad? Seitenvorhalt 15 Grad, 710 Mill auf 200. Alles klar. Ready. Feuer! Ready. Zu viel Lade. Copy. Fertig. Haben wir eigentlich Scharfschützen geladen? Ich glaube, wir haben Smart, aber die sind nicht ansprechbar. Geladen? Hm? Ja, das ist natürlich sehr beschissen. Meldet sich irgendwer? Absolut niemand. Ich guck mal das mal kurz an. Okay, ich hab was getroffen, aber es war verbindeter. Sehr gut. Ja, also zumindest sind wir schon im Zielgebiet. Okay. bitte mal deine Gradzahl. Also ich hab jetzt drin 200. Gradzahl, Seitenvorhalt? Ach, Seitenvorhalt ist 13. BKM, bei dir? Mach meine Smokes hier. 7 Grad. Smoke geladen. Okay. 7 Grad. Wie viel Mill? 710, 709 um den Dreh. Okay, ready. Alle zu Smokecrack. Geladen. Jo. Also wir haben jetzt 1400 Meter. Das sind 670 Schmill, Jungs. Wir müssen runterschrauben. Schrauben runter. Ready. 670. Ich mach 675, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Ich mach 673. Smoke danach. 10 Grad. Zugführung. Bitte. Also es sieht jetzt so Smoke aus, ist drin. Aufklärer drüber zu spielen, braucht man einen Spotter, einen Schaff. Ne? Das heißt, einer müsste mein Team join, der dann Scharfschütze spielen könnte. Clear ist auch wieder HE. Und ich spiele dann Scharfschütze. Das heißt, ich müsste einen aus meinem Team Baker nicht, der würde dann mit mir Scharfschütze machen. Dann hätten wir den Feinden vielleicht ein bisschen geladen. Und Copy zur Stadt gegeben. Okay, gut. An die Kohlrabe.
Geladen. Mal bitte, bitte HE laden. Ach schon, wir haben gewechselt von. Ich hab keine Ahnung, worauf wir schießen, ne? Ja, was ich mich halt gerade frage, ist wirklich, wie du halt genau die Ausrichtung haben willst oder machen willst mit Südost und so, weißt du? Aha. Kohlrabe, bitte, die HE. Na, wie ich das gemacht habe, ich habe mich hinter das Geschütz gestellt, geladen. Geguckt, wie ich auf der Map gucke, ungefähr geschätzt, ob das in die Richtung geht. Man sieht ja sich als Pfeil. Ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert. Was hast du denn da stehen? Artillerie, bitte, HE. Genau, ich kann drehen, der zweite der Nachricht kann drehen auch. Ja, dann drehe ich, dann mache ich noch Feuer und skaliere. Okay. HE geladen. Geladen. Dann mach mal hier, ich dreh grad mal. Ja, siehst du? Immer noch bei 671, 11 Grad bei mir. Wir müssen immer noch bei 675 und 15 Grad. Geladen. Ich denke auf 12. Aber schön, schön Teppich da. Seht ihr überhaupt unsere Artillerie? Dass wir so ein bisschen Flächenbrand haben da. Ja, so. Geladen. Okay. Keine Patrone? Wir kriegen keinerlei Rückmeldung. Sind wir leer? Sind wir leer? Wir sind leer. Ich hab's rausgeworfen. Offiziell leer, ja. Fresh Report. Wir sind leer, okay. Ja, also wieder rein in den Panzer, Jungs. So, wie viele Panzer haben wir jetzt hier? Ah, guck, wir haben Teamkill. Ah! Ja, sehr gut. Das heißt, ihr habt wenigstens die richtige Richtung gehabt. Ja, ja. Der Wille war da, ne? Steht's okay, wir haben nur einen einzigen Panzer hier, ne? Wir sind aber zu viele Leute für einen Panzer. Also es passt wirklich nur drei Mann in der... Ach du Scheiße. Ja, das ist kein Postscriptum. Und der andere ist leider noch unterwegs. Ja, dann bleib ich mal hier einfach, dann fahrt ihr dreimal. Das sollten wir uns wieder treffen. Kann jemand von vorne Lagebericht geben? Die Artillerie wieder. Oh, darf ich fahren? Ja. Dann mache ich, was soll ich machen? Spotter, also das oberste oder Schütze? Wer ist denn jetzt hier noch? Bekam, wo bist du? Bekam ist, glaube ich, da hinten an der Arti oder so. Ich bin mal kurz rausgewechselt aus dem Fahrersitz. Okay, ich bin Fahrer. Wecker, oder machst du es, Captain? Yay! Ja, ich sagt ihr, wie ihr wollt. Du kannst nicht rausgucken. Ja, okay. Das hört sich nach einem Job für mich an. Warte, ich steig nochmal aus, oder damit jemand rein kann, als Schütze. Achso, ja, nee. Dann. Nee, lass, Wecker, mach Captain, alles gut. Okay. Gut, jetzt bin ich als Richtschütze drin. Bin drin. Ihr Pfeifen. Jetzt tausch sind wir mal wieder. Tausch mal bitte nochmal. Jo. Passt. Begann, wir fahren erstmal ohne dich. Panther 2 ist wieder am Start. Wo braucht ihr uns? Ja, sind gut vorgepusht hier. Das Problem ist, die anderen Kommandanten antworten nicht. Kommandant, bitte antworten mit X. Drückt die Taste X und antwortet. Wohin? Solltet ihr gleich weiter vorne sein, könnt ihr ja gucken, ob da irgendwas einschlägt. Sag mal, stimmt, ja, wir können dir Bescheid sagen, ja. Wo braucht ihr Panzerunterstützung? Wo steigt ihr ein? Ja, wir haben im Moment nur zwei Panzer und die sind beide schon im Feld. Ja, Discord ist tatsächlich noch an, damit die Leute von uns das quasi hören, was ich hier noch rede zu euch im Stream. Und ab und zu ist BKM halt mal doppelt drin. Ja, tut mir leid, ja. Aber ist es halt schwierig, wenn man nicht wie es ab nun noch die ganze Zeit redet. Ach, er schaltet immer erst in neutral. Ah! Was ist jetzt los hier? Ja, ich teste noch mit den Gängen rum. Das Ding hat 5 Gänge. Huch. Ah. Zurück! Er muset auf. Mach die Titanic. Rückwärtsgang. Wieso geht man Rückwärtsgang nicht? W drücken. Wow, ist das. Wow. Was ist los? Ich muss für den Rückwärtsgang W drücken, das verwirrt mich zu sehr. Es gibt halt nur ein Gaspedal.
Ja, Killer Joe, Mu und Autos. Oder okay, allgemein. Wir haben absolut keine Info, was da vorne los ist, keine Absprachen, nix. Kommandeur ist nicht da, die anderen melden sich nicht. Jungs, ihr müsst euch koordinieren mit der Taste X, ne? Die Teamfahrer können miteinander reden. Ich denke mal nicht, dass ein Panzer sein wird. So, wir sind jetzt drin. Recon, Charlie, wir werden jetzt mal loslegen. Wir starten bei Corporal Farm. Das nervt total, wenn die Teamleader nicht miteinander reden. Wir sind auf dem Kartoffelstampfer-Server. Wir werden auch erstmal bleiben, bis unser Server irgendwann mal in den Start geht. Okay, mein Mausrad ist hier völlig sinnlos. Gut zu wissen. Was zum... linke Maustaste drückst, hast du dein Hüll-MG und kannst dann mit der Maus halt links, rechts schwenken, aber musst halt immer gucken, klar, wie die Schüsse fliegen. Oh, dieser Panzer. Ja, das ist eine schöne Ecke dadurch. Du hast schön mit saumäßig verwechselt. Ja, komm, ich hab mich nur einmal so richtig festgefahren, da. Danach ging's. Irgendwie wird das heute aber nicht anders. Gleich, Stahlball, du hast oben hast du da weiße Reiter. Einfach die offiziellen mal anklicken, dass die schwarz sind. Move, setz mal zurück. Kann natürlich sein, dass der Server voll ist und dementsprechend der nicht angezeigt wird. Das mit dem Zurücksetzen ist schwieriger als man glaubt. Ja, aber vorwärts fahren. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Nicht, wenn du die ganze Zeit ich sehe halt nichts. Sind wir irgendwo aufgebuckt? Deswegen sag sieht ich so ja, aus, ne? Ich sehe halt ja absolut gar nichts. Achtung! Verbündete Infanterie. Verdammt, tut mir leid, ich bin neu in dem Job! Sunny! Das ist eine Hauptstraße hier! ich mag nicht mehr fahren, mag wer anders fahren? Ich hab einen Typen überfahren, jetzt fühle ich mich schuldig. Und ich komme hier nicht mehr raus! Der lag da. Lange F drücken, glaube ich auch, ne? Warte. Bin ich jetzt nochmal über den Typen rübergefahren? Hast du gewechselt? Ja, der ist glaube ich schon komplett platt. Den hast du richtig zermürbt. Ach, Mist. Tut mir leid. Den hast du so richtig mit den Ketten in den Boden gerieben. Oh. Hast halt. Ja, aber der hat sich vor dem Panzer gelegt. Ja, selbst schuld. Wer macht denn sowas? Ja, der lag da aber schon länger. Flori war gerade eben zusammen das 32. Mal, dankeschön. Er kann uns niemanden mehr erzählen. Was ist das da vorne? Ein Kontakt voraus, oder? Nee, er ist Mate. Ist Mate. Wenn die blau werden, wenn du drauf gehst, bevor du schießt, sind es die eigenen. Ich würde eigentlich gerne hier lang fahren. Hier ist irgendwie alles voller Mate. Also hier ist irgendwie alles Teammate. Komplett vor uns alles hier gerade. Es hilft auch ab und zu auf die Karte zu gucken. Hey, hast du Disco, ich sehe was. Ich. Mist. Man kann nicht durch die Sonne fahren. Ich hasse fahren. Mu, entweder durch den Zaun durch oder aus. es gibt Säule, die kann man nicht zerfahren und das ist einer davon. Gut, dann nimm die Abkürzung da über die Baumstämme. Das versuche ich gerade zu vermeiden. Aber hier ist so viel Zaun und Stein und. Oh! Nee, ich will nicht mehr fahren, ich stecke jetzt aus. Will wer anders? So, wie schaltet die Gänge? Steuerung und Umschalt. Zäune halten tatsächlich nur Panzer auf an bestimmten Gebieten. Und zwar immer, wenn so ein Punkt da ist. Dann kannst du da nicht drauf fahren. Alle anderen Zäune kannst du umfahren. Das sind die einzigen Zäune, wo du hängen bleibst. Aus balance-technischen Gründen. Und wenn wir mal auf die Karte sind, die Hecken sind auch nicht passierbar. Genau. Die werden wir ja hoffentlich als nächstes sehen. Ich hoffe, der macht hier endlich mal das Mikro-Update, was hier gerade reinkam. Mal endlich fertig. Ich glaube, in Panzer sollte man Städte meiden. Die sind nicht gut. Ja.
bin ich sehr dafür. Für was bist du? Naja, hat schon seine Gründe, dass man mit einem Kampfpanzer nicht in die Stadt reinfährt. Aha. So, jetzt schön nach rechts. Wow, das kleine Mauerstückchen sorgt dafür, dass der Panther sich nicht vorwärts bewegt. Das ist auch im Original so. Perfekt, eine gerade Straße. Du kannst mit dem Panzer nicht überall langfahren. Das ist wirklich so. Also Mauern sollte man tunlichst vermeiden. Links oder rechts? Wenn ich das wüsste, fahr einfach mal geradeaus. Wenn du weiter geradeaus fährst, siehst du irgendwann einen schicken Pantherarsch, da kleben wir uns dran. Ups, geradezu, Pantherarsch. Wenn du einen Pantherarsch siehst, dann sind wir richtig. Ja, das ist so richtig. Da muss ich einmal die Dings loswerden, die Kugel. Ja, aber noch nicht in die Richtung einer Truppe, davor steht ein Panzer. Drüber, über die Köpfe war das. So, seht ihr da links dieses Fahrzeug da? Da stellen wir uns daneben. Na, das ist unser Mate. Dann ist der Server voll. Okay, weil auch andere Kommandanten. Der vor uns hat keinen Kommandanten mehr. Achso. Sieht hier irgendjemand irgendwelche Bösewichter? An bitte melden. Da, links, glaube ich, oder? Genau vor uns ein Mate-Panzer. Ja, den hat er, glaube ich, oder? Kommt hier durch den Wald. Habt ihr freie Sicht auf das Zielgebiet bei euch? Ja, so halbwegs. Ja. Würde ich jetzt meine Salve rausjagen. Ja, jag meine Salve in den Wald rechts neben uns. Mal gucken, ob du was triffst. Wanne bitte auf 2,30. Ja, weil ich habe gerade Koordinaten bekommen fürs Zielgebiet von euch aus rechts, da wo das genau, markiert ist. Das ist der Wald. Okay, Salve geht raus. Ich gucke. Wann ausgerichtet? Du hast ein eigenes Maschinengewehr weg, aber wenn du was siehst, halt drauf. Hast aber kein Sequenz. So, bei mir startet das Spiel auch wieder. Bisher keine Wirkung. Aber was schießt der Panzer neben uns? Bisher keine Wirkung. Hat der Panther neben uns geschossen oder wurden wir getroffen? Der hat geschossen. Du merkst es, wenn wir getroffen werden. Also ich sehe tatsächlich die Artilleriegranate nicht. Ich auch nicht. Auch nicht links von uns oder so. Krass, weil die müsste genau vom Grad sein und von der Länge müsste es genau fast mittig bei euch ein, also mitten im Ziel mit einschlagen. Nein. Okay. 1400 Meter Grad, stimmt, also 10 Monate. King Matt Day, vielen lieben Dank. King, wenn du mitspielen willst, melde dich. Bei mir auf dem Discord. Oh, jetzt habe ich was gehört, aber was war das? Wenn es gepfiffen hat, war es die Artillerie, aber ich habe sie nicht gesehen. Das heißt, du bist zu weit links. Ich habe es auch gepfiffen. Ja. Hört. Du musst ein paar Grad nach rechts drehen. Wisst ihr, was der Tank bei uns neben uns schießt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Die reden auch nicht mit uns. Oh, da habe ich was gehört. Weiter rechts, weiter rechts. Mindestens 3 Grad nach rechts. Da ist ein Enemy Tank hinter euch. Artillerie oder was? Timur. Was? Tank hinter uns? Artillerie. Ja. Sag mir einfach die Gradzahl, auf die du guckst als Spotter oder als Kommandant. 240. Moment, hier wurde gerade ein Panzer gemeldet. Wir müssen uns mal kurz um was anderes kümmern. Wieso liegt hier eine tote Kuh? Oh, jetzt bin ich traurig. Seht ihr einen feindlichen Panzer? Ich nicht. Der ist hinter uns. Oh doch, da, 110. Ja, Turm auf 110. Wanne dreht. No, denk noch, die Geschütze sind nicht ganz so schnell zu drehen. Aha, wieder auf 110. Ich drehe ja auch mit. Gibt's da nicht einen Knopf für, dass man schneller drehen kann? Ich drehe schon so schnell. Ist kaputt. Bleib mal an unserem Typi dran da vorne. Der hat irgendwas gefunden. Steilwolle, ab und zu mal refreshen die Liste. Ja, mach ich alle paar Sekunden. Dieser scheiß Nebel, man sieht ja echt gar nichts. Hätte man den Krieg nicht verbessern, besser fühlen können. Feindliche Infanterie, aber das ist
Steht überhaupt nicht auf, was schießt der denn? Hier vor uns ist Infanterie, geradezu, auf genau 80 Grad. An den Tank, an den Tank. Das könnten Verbündete sein. Ja, rechts daneben sind aber Bösewichter. Moment. Wenn wir mal aufhören würden zu fahren. Der rennt jetzt gerade mitten rein in den Spaß. Jetzt sind es zwei. Okay, nicht schießen, nicht schießen. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts. Oder wieder drehen, oder? Zur Front. Ja, wir fahren dem anderen Panther hinterher. Oh, da war eine Artillerie. War die von euch? Ja. Die war hart zu weit links. Ich gucke jetzt Richtung 92, aber ich bin auch sehr weit links vom Zielgebiet. Oh, wow. Ey Friedel, du kannst Artillerie manuell spielen. Ich habe nur keine Ahnung, wie man die Gradzahl rauskriegt. Aber ansonsten ist es wie beim Mörser beim Postscriptum. Wollen wir mal in den Wald ranfahren? Hier ist gar kein Feindkontakt gerade. Ja, lass mal in den Wald ran. Verstanden. Fahre vorwärts. Jungs, wir fahren mal in den Waldrand. Gucken, was wir finden. Na, bald müssen wir andere Panzer wiederkommen eigentlich, oder? Es sind, glaube ich, nur zwei auf der Karte, sind beide im Einsatz. Gegner schon? Auch zwei. Jungs, stopp! Stopp! 12 Uhr! 2:10! Die 5 viel gegnerische Infanterie. Sehr nah! Der grinst uns an! An meinem Marker. Der denkt, wir wären T-Rex. 2:20, direkt einen Meter vor uns. Ja. Der ist kaputt. Genau der. Au. Ah, das war eine Panzerfaust. Panzerfaust aus dem Wald. 2:30. Halt mal rein da. Ich zieh das Fahrzeug zurück. Aha, du kannst aber auch schießen. Oh, das war unser Tung, glaube ich. Jo. Ich kann nicht mehr drehen. 2:30. Ich kann nicht mehr drehen mit dem Turm. Und das war's. Ja. Okay, sie sind mit der Turm getroffen, ist keine Chance mehr zu zielen. Definitiv im Wald. Artillerie kommt. Das war ein Panzer, der uns rausgenommen hat. Nein, Panzerfaust. Ich glaube nicht, dass drei Treffer von der Panzerfaust und wir sind raus. Ja. Wenn sie gut treffen. Okay. Hey, Mu. Oh. Du hast mich vorhin erschossen. Auf Southwest kommt ein feindlicher Panzer zur Info. Wer war das denn? Ignoriere das. Das war ein Disziplinarverfahren. Ja, weil er sich vors Rohr stellt, ja. Okay, ich soll die Artillerie zeigen im Stream. Moment. Hat man noch Blumen da? Hier kleben überall Leute dran. Hier ist frei, links ist frei. Okay. Wie kriegen wir die Gradzahl raus? Mach doch mal eine Markierung auf. Also was mich halt verwirrt ist, du hast einmal als Schützen eine andere Gradzahl als Reloader. Also als quasi als, ja. Okay, also ich habe jetzt eine Markierung. Ich habe jetzt eine Markierung gesetzt, die ist 1312 Meter weit weg. Aber ich weiß nicht, wie viel Grad das sind. Wenn das hier 0 Grad sind, dann ist es ungefähr 20 Grad, 30 Grad. 8 bis... Ja, ich habe es jetzt genauso gemacht wie er eben. Ich habe mich hinter die Waffe gestellt und habe da halt reingehalten. Aber rein theoretisch müsstest du ja, wenn du ja durchs Zielfernrohr guckst, hast du ja in der Mitte diesen Strich. Und wenn du dann auf deine Markierung gehst, müsstest du ja eigentlich nur mit dem Strich auf deine Markierung halten, die Länge einstellen. Das ist großartig. Danke für den Hinweis. Den Strich habe ich gar nicht für voll genommen. Dann mach nochmal deine Markierung mit Angriffsbefehl. Alles klar. Und dann so bei zwischen 700 und 680. Ich hau das jetzt mal auf den Highway, auf die Straße. Ja, ja, mach mal. Wir verlieren Southern Edge. So,
So, jetzt müsstest du bitte drehen, bis ich 1438. Jo, ich drehe. 1413 sind's. Ja, ja. Oh, da komme ich aber gerade so ran. Welche Richtung soll ich die drehen? Oh, Moment, wer dreht denn hier noch mit? Ja, ich dreh grad die ganze Arti. Ach so, stopp. Du kannst die Arti drehen, das ist ja geil. Ja, das haben die doch vorhin gesagt. Okay. Ja, Ruhe, scheiß drauf, rein damit. So, 1313. Das sind also 600 und... 80 Mil. Ne? Irgendwie muss irgendeiner Bescheid machen. Mach 675. 675. Alles klar. Rein theoretisch müsste es da jetzt rappeln. Hi, Egelan. Bin schon wieder leer. Ja, hi, Egelan. Ja, er muss warten. Schuss kommt. Schuss kommt nicht. Patrone leer. Warum ist die Patrone leer? Ich glaube, wir haben einen getötet. Von uns. Ich kann aber auch nicht nachladen. Echt? Ich glaub, dann hast du hier leer geschossen. Ich stand nichts, aber wieder Punkt auf einmal. Jetzt kann ich nachladen. Ist geladen. Ich überprüfe nochmal Ziel. Moment. 1412. Wie lädt man hier nach, Leute? Der Loader muss R drücken. Du musst auf dem zweiten Sitz sitzen und dann R, aber es ist gerade Munition leer. Ja, ich glaube. Ich bin jetzt auf 696. 8 Grad. Schuss fliegt. Wir haben hier keine Munition. Ist ja vollkommen wurscht, wo man sitzt, ne? Ja, ab und zu kommt mal wieder eine. Nee, du hast, wenn du zum Beispiel... wir haben keine Punkte für Munitionspunkte. Als Schütze. Ja, ich sehe es. Mhm. 300 bin ich jetzt zum Beispiel. Vielleicht hat die Granate was getroffen. Aber wir haben es mal gezeigt. 69. Wenn du dir angezeigt, wenn du was getroffen hast, dann kommt da so ein Geräusch. Okay, dass du was getroffen hast. Ansonsten steht da halt die Tür. Ja. Das ist der eigene Waffe. Also, wir haben gerade eben den Seitenverhalt ignoriert, weil, wozu? Wir haben ja das Ding auf die Markierung ausgerichtet. Ja, das heißt, wir waren genau bei 0. Und die Reichweite stimmt da auch ungefähr, aber ich weiß nicht, ob das getroffen hat. Keine Rückmeldung, anscheinend nicht getroffen oder alle tot. Das Radio hier ist komplett tot. Da redet keiner. Übrigens, unser Panzer ist wieder da. Wer mag mein Fahrer sein? Ich. Wer mag ein Schütze sein? Wird ich mal mitfahren, eine Runde. Ja, mach das. Komm ran. Komme. Ja, Friedel, wir brauchen nichts sagen, weil es hört sowieso keiner zu. Das ist leider ein bisschen traurig. So, okay. Sehe ich euch auch zu? Haben wir jetzt alle dabei, die dabei sein wollten? Ja, also ich bin jetzt hier Reloader, ne? Du bist jetzt, Schütze. Ah. Du hast das große Rohr. Und ein MG, Koaxial-MG. Du musst nach jedem Schuss R drücken. Ersten bitte HE, wenn es geht. Falls du AP jetzt schon drin hast, dann halt. Okay. Nee, HE wird geladen. Alles klar. Alles klar. Die sind an das Teamspeak gegangen, weil die Serverleute das wollen, glaube ich. Ja, das ist mir aber egal. Also wenn sie das Ingame-Ding nicht benutzen, dann ist das Spiel völlig sinnlos. Weil das Ingame-Tool erreicht alle, ob sie nun auf dem Teamspeak sind oder nicht. So, Panzer ist wieder unterwegs. Redet mit mir. Taste X wäre schön. Ich glaube, du kannst einfach straight on mit deinem Panzer runterfahren Richtung Highway. Dazwischen ist alles safe soweit. Alles klar, sind unterwegs. Immer geradeaus. Die kann man mitspielen, einfach auf den Kartoffelstampferpanzer. Aber Vorsicht, hier vorne kommt wieder so eine doofe Ecke, ne? Aber gesteuert wird der Turm nur mit WASD, oder was? Korrekt. Alles klar. So, hier langsam. So, ich habe jetzt mal mit Ja gestimmt. Ich will mal gerne eine andere Karte sehen. Und schon sitzt man wieder fest, diese Ecke ist so blöde.
Warte, ich rangier mal. Rückwärts. Ja, wegen dem blöden Krater hier. Rückwärts, jetzt rückwärts. Okay. Ja, weiter, 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 weiter. Links einlenken oder rechts. Du bist gleich raus. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und du bist raus. Mehr oder weniger. Jetzt könntest du aber auch wieder vorsitzen. Alles klar, du bist raus. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt musst du nämlich drehen auf der Stelle. Oder fährst du einfach links hier dran vorbei, genau. Ja, diese Ecke sollten wir echt vermeiden. Ja. Und geradeaus weiter, geradeaus weiter. Draußen. Warte, jetzt hat der Wagen Sprit bekommen, oder? Ne, hat mehrere Gänge. Aber im vierten Gang kriegst du keine Kurve mehr. So, wir fahren Richtung 200 und dann immer geradeaus. Bis wir die Hauptstraße treffen. Die müsste so ungefähr 30 Meter vor uns liegen. Und der folgen wir. Jetzt sind es 50 Meter. Da, wo die Bäume sind, das ist die Hauptstraße. Achtung, freundliche Kräfte voraus. Nicht schießen. Wir haben hier vorne keine Munition mehr. Gerade gehabt. Oh wow. Der gute Titanzaun. Panthersperre! Fahr außen rum. Lässt sich die Ding teilen. Dass daran keiner denkt, sogar Postscriptum ist daran gescheitert. So, die nächsten 300 Meter freundliche Kräfte voraus. Feuer einstellen. Und ich bin mir nicht sicher, ob du da durchkommst. Hey! Oh, Panzer, rechts! Alles klar, stopp! Wo ist er? Keine Sicht. Keine Sicht. Braucht eine Gradangabe ungefähr. 100 Meter. 100 Meter bitte Richtung. 280? Ja, 280, 290. 300. Okay, 300. Bitte einmal schießen. AP laden. Ja, wieder einer. Bis drin. So, zweiter Gang und dann gucken wir mal. Da rechts ist unserer. Gucken, ob wir den irgendwo finden. Feind voraus, 291. 291, Typ guckt auf, über die Ridge. Ja, oder? Tot, alles klar. Und wo der. Mach keine Sicht auf Panther. Ja, den werden wir schon finden. Jungs, hier wurde ein Panzer gemeldet am Waldrand. Ich markiere. Rechts kommt unser Panzer. Markiert mit G. Oh shit, wir kommen nicht rüber. Alles klar. 300, habt ihr gehört? Ja, nicht, dass der unseren meint, weil da ist unser ungefähr. Aber ihr meint nicht zufällig den anderen Panther, der ist auch unserer, ne? Weil 300 ist, war gerade unserer. Auf 300 ist unser Panzer. Oh, wei. Egal, rein in den Wald. Verstanden. AP wird beibehalten, schießt auf alles, was sich bewegt.
Jawohl. Die nächsten 50 Meter. Auf alles, was sich bewegt. Außer es sieht aus wie ein Panther. Alles klar, die Socks, ich zieh dich gleich. Also vor uns noch unsere Kräfte. Ja, die sind aber weiter weg. Ja. Nö, ist nur unser Panzer hier. Okay, Panzermeldung widerlegt, keiner da. Okay, halt mal weiter geradeaus und jetzt Feuer einstellen, bitte. Freundliche Kräfte im Gebiet. Voraus. Jungs, habt ihr hier irgendwo Bösewichter gesehen? Oh. Gibt's hier irgendwo Bösewichter? Mit Taste V könnt ihr antworten. Sherman, Sherman links. Feuer. Treffer. Gut. Süden. Lade nach. Salve geht raus. Ich sehe ihn gerade so noch. Lade. Stopp. Ein Schuss noch, ein Schuss noch, ein Schuss noch. Nice. Noch ein Schuss. Nee, nee, er lebt noch, er lebt noch. Jawohl. Jetzt ist er weg. Aber wir haben was abgekriegt. Wir brauchen einen Pionier. Haben wir einen Pionier hier? Ich glaube, die kommen alle von links. Turm ein bisschen nach links auf 170. Panther 2 braucht einen Pionier. Ist irgendwo ein Pionier in der Nähe? Mit dem Turm. Jungs, ist hier irgendwo ein Pionier? Halt mal an. Falls ihr einen Pionier findet, ne? Kommt ran hier, wir brauchen Reparatur. Wenn ich jetzt Pech habe, bumm ich da alle weg, wenn ich treffe. Dann solltest du das tun, nichts vermeiden. Ja, ich hab glaube ich einen getroffen, der ist auf jeden Fall von der Map verschwunden. Solange keine Meldung kam, dass es der eigene war, ist es gut. Ziel auf 172, rechts in den Panzerwrack. Bisschen weiter rechts, bisschen weiter rechts. Ja, unterstützt die Panzer von rechts. Genau 172 ist er. Rechts neben dem Panzerwrack. Bisschen weiter links halten. Ja, hast du. Okay, rechts sind eigene. Und leider kein Pionier da. Gerade zu. Sehe nix. Der andere Panther hat irgendwas gefunden. Fahr mal ein bisschen weiter bis zum Panther. Die vorne des Männern hat sich aufgelöst. Habt ihr hier irgendwas? Ah ja, da. Süden, genau Süden. Hinterm Zelt. Er sprach ein bisschen mit der Drehung. Ist tot, ist tot. Fahr mal weiter. Ist hier Pionier. Was ist da? Oh. Waren das Bösewichter? Ja, halt da rein, halt da rein! 2,21! Bösewichter, 2,21, direkt vor uns! Mann nach rechts! Wow! 2,36, 2,36, am umgebrochenen Baum! Ja, 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 ja! Halt mal an! So, lass Feuer regeln! Links spawn, 2,20, 2,19, sehr viele. Schöne Treffer.
Schöne Treffer, weitermachen. An dem kleinen Holzschild auf 229. Zwei Stück. Tick weiter rechts. Ja, ging daneben. Ja, okay, stopp. Stehen bleiben. Sehr gut. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Du hast eine feindliche Garnison zerstört. Ohohohoho. Stand da jetzt. Sehr gut. Okay, Feuer einstellen. Wir sehen nichts mehr. Hörst du mich nicht? Wir hören dich gerade so, aber während des Schusses hier. Ah, okay. Frag nochmal an wegen Pionier. Pionier bitte. Ist irgendein Pionier von euch hier? Wir brauchen noch einen Pionier bei den Panzern. Wenn irgendjemand einen Pionier hat, bitte hinschicken. Panzer, Panzer halt, Panzer halt. Das sind die eigenen, ne? Nicht auf die eigenen schießen. Jungs, das ist Friendly Fire hier. Vorsicht, nicht die Leute überfahren. Jungs, geht aus dem Weg, unser Panzer ist ein bisschen Schrott. Vorsicht, weg, weg. Ja. Yay. Ach ja. Und wir waren nicht mal schlecht. Wir waren nicht mal schlecht. Ich habe allerdings niemanden umgenietet. Trefferserie 3. Erzfeind Erich von Manstein, der eigene. Opfermehlprinz. Naja, gut. Bisschen Schwund ist immer. Also ich habe angeblich zwei. Ich weiß nicht wann und wo, aber auch in Ordnung. Der Mehlprinz war der, den wir überfahren haben. Das kann passieren.